Moin, Servus und Hallo zurück beim Weltraumkater. Heute wollte ich mich ein bisschen um die Stromprobleme nochmal kümmern und ein bisschen forschen. Viel Spaß beim Video. Wasser, Strom. Was ist? Immer noch nicht genug Strom. Warum sind die Teile wieder verdreckt? Ja. Das ist klar. So. Also die, ohne die Solarteile kommen wir immer noch nicht klar. Ich glaube, wir sollten uns mal um die Batterien kümmern. Oder Reparatur. Automatische Lüfter. Klinik. Wir brauchen Strom, bevor wir irgendwas anderes machen. Machen wir das. Fortgeschrittene Energie. Der Blitzsammler generiert durch Energie durch radioaktiven Zerfall und eine große Batterie. Da brauchen wir aber noch einen. Ah, da haben wir doch noch einen. Da können wir eventuell direkt das einmal forschen. So. Dann haben wir nämlich da schon auf einem großen Stand. Da. Große Batterie. Braucht natürlich eine kleine und zwei ganz kleine Batterien. Wo kriegen wir denn die ganz kleinen Batterien her? Wo finde ich die ganz kleinen Batterien? Die Teile. Da. Wir brauchen arme Chemikalien, Wasser und, da kommt das mit den blauen Pilzen. Den setzen wir da mal rein. Blauer Pilz und Wasser war das. Blauer Pilz und Wasser. So, wir haben kein Wasser mehr. Dann muss ich eben Eis schmelzen. So. Dann einmal Chemikalien aus blauem Pilz und Wasser. Dann müssen wir jetzt auch mal einmal blaue Pilze sammeln gehen. Und zweimal Kupfer. Und Kupfer brauchen wir auch. So, eine Batteriezelle. Tada, unsere erste Batterie. Und wir brauchen, was brauchen wir noch für eine, drei Batterien brauchen wir dafür. Wow. Also, blaue. Wir brauchen Eis fürs Wasser und blaue Pilze für die Chemikalien. So. Essen können wir auch noch mal eben schnell machen. Da und da. So, dann haben wir da auch wieder ein bisschen was Vorrat. So. Jetzt ist es natürlich gerade dunkel. Und wir müssen trotzdem noch mal einmal essen. Ja. Ich glaube, Eis war in die Richtung.
Richtung Osten. Dann gehen wir einmal kurz. Da ist auch schon Eis. Nehmen wir mal mit. Da ist ein Pilz. Eis und Pilz, Eis und Pilz. Da ist Eis. So. Da ist ein komisches Viech, das uns nerven will. Da oben ist Eis. Das Viech ist zu nah an einem blauen Pilz. In Richtung Süden hatten wir auch, glaube ich, noch schön viele Pilze gehabt. Da ist ein Pilz. Nehmen wir den mal mit. Hier ist auch Erze, da ist noch ein blauer Pilz. Nehmen wir mal alles mit, was wir kriegen können. Samen haben wir auch neu bekommen. Da ist noch Eis. Also der neue Anzug gefällt mir. Wir haben keine großen Stromprobleme mehr. Können in Ruhe ein bisschen farmen. Auch wenn man von außen her nicht so wirklich einen Unterschied sehen kann. Aber, na gut. Muss ja auch nicht. Schön wäre es gewesen, wenn das irgendwie farblich ein Unterschied wäre. Aber man kann ja alles haben, ne? Sind wir jetzt ja fast Richtung Süden. Da ist noch ein blauer Pilz. Alles sich recht gut farmen hier mit dem neuen Anzug, muss ich ja wirklich sagen. Auch wenn ich mich wiederhole. So. Ich denke mal, wir haben auch ein bisschen was. Wir könnten quasi mal einmal rumgehen um die Basis und mal die blauen Pilze etc. zusammen und das Eis, was wir hier so sehen. Ist schon gar nicht so schlecht, finde ich. Blaue Pilze ist natürlich ein bisschen wenig im Vergleich zum Eis, aber dann können wir auch mal testen, wie viel Wasser, wie hoch man das Eis stecken kann. So. 42. Wo sind wir jetzt? Ja, kann man auch gut auf der Karte sehen. Müsste mal gucken, ob man da auch die blauen Pilze sehen kann. Schauen wir mal. 49. 50. Noch sehe ich kein Ende. Einmal auf der Karte gucken. Pilze kann ich so nicht sehen. Ich nehme mal den Sauerstoff. Und das wird Nacht. Und ich habe keinen Bock auf Nacht. Dann gehen wir halt so nach Hause. Geht hier auch. Haben ja schon einiges. So. Alles kaputt hier. So. Ja,
brauchen, für die Batterie brauchen wir Chemikalien. Und da müssen wir Wasser erstmal herstellen. Das machen wir dann eben. Haben ja genug erst einmal. Ich mach mal, glaube ich, so 20 Stück fertig. Und dann den Rest packe ich dann da Eis erstmal rein. Das ist Essen, das kommt mal hier oben, bevor es wieder durcheinander gerät. Da kommen die Teile hin und ja, da wird schön gehupt. Machen wir mal Chemikalien auf Vorrat. Und das restliche Wasser tue ich dann einmal den Tank voll machen. So, und das restliche Wasser ist da. Wir brauchen Kupfer dazu noch. Kupfer. Dafür brauchen wir wieder also nach und nach sammelt sich das dann. Da noch mal eine kleine Batterie. Jetzt brauchen wir noch 3 kleine Batterien. Einmal Kupfer. Und dann müssen wir das wieder reparieren. Dann haben wir auch wieder einen Pilz für eine Chemikalie. Den Rest packen wir wieder raus. Haben wir da neu eingepflanzt? Ne. Sollten wir vielleicht ein bisschen mehr nochmal mit der Zeit ein paar mehr von den Gärten machen. So, das Wasser packen wir auch dazu. So, wir brauchen noch eine Batterie. So, Basis verliert Sauerstoff. Und ich muss essen. So, da unsere erste größere Batterie. Ja, ist keine große, aber die mittlere. So, was brauchen wir noch? 2-mal normale Batterien und 1-mal Elektrik. 2 normale Batterien. Ja, Kupfer brauchen wir dann wieder. Ja, ich sehe schon, komm. Müssen gleich Metallerz sammeln. Denke ich, ja, könnte noch so gerade hinhauen. So. Dann einmal Elektrik. Haben wir noch so ein Teil? Nein, natürlich nicht. Eine Platte, einmal Schrott und 3-mal davon. Ja, dann muss ich nochmal eben schnell Eisenerz oder Metallerz sammeln. Kann man das auch auf der Karte sehen? Ich hoffe, da ist was Gelbes. Ja, der schleppt sich da durch. Nee, aber ein paar Pilze. Den können wir mal eben mitnehmen. Wenn wir dich mal sehen. Aber Erze sehe ich gerade gar nicht. So. Dann gehen wir mal in die Richtung.
halten ja Gott sei Dank ein bisschen länger aus, auch wenn ich jetzt keine Ersatz-Sauerstoffflasche mit habe. Aber hier wird ja wohl immer noch Erze zu finden sein. Junge. Geht heute aber auch langsam, der Typ hier. Die Miezekatze. Da. Moment. Wenn wir eh schon unterwegs sind. Hallöchen. Wo ist das Erz? Jetzt wird's schon wieder dunkel. Gibt's doch nicht. Jetzt so eine Schlaffunktion haben, das wäre nicht schlecht. So, das kommt da erstmal alles rein. Dann muss das repariert werden. Und jetzt letztendlich warten wir jetzt auf den nächsten Tag. Ne? Und dann gehen wir wieder nach oben. Können wir irgendwas machen? Könnten Chemikalien machen. Wenn man da eh schon mal da ist. Den Rest packen wir da wieder rein. Und wir könnten noch mal ein paar Wasserflaschen machen. So aus Langeweile. Für die Zeit des Dunklen. So. Dann haben wir das und das. Und hoffentlich wird das jetzt auch wieder hell mal da. Dann gehen wir mal in die Richtung, Richtung Osten. Da hatten wir ja ein bisschen Zeugs gesehen gehabt. In Richtung Norden hatten wir auch so viel zuletzt gesehen. So, gerade gar nichts zu sehen hier. Da. Bei dem Viech. Warum nervt mich das jetzt? Da. Jetzt hier. Aber wir haben auch das dumme Viech bei uns. Ah. Oh, okay. Wieder was gelernt. Wir können diese Ameisenviecher platt machen. Und das gar nicht so lange. So. Alte Schaufel weg. Neue Schaufel her. Klingt doch gut. Ein bisschen Schrott kann man auch sofort mitnehmen. Mal ein bisschen sammeln. Alles haben wir genug erstmal. Schon, da ist ein Schrott. Da ist ein Viech. Okay. Stein kam dabei raus. Auch interessant. Ja gut. Warum nicht? Und sind das so Steinmonster scheinbar.
So, Erze haben wir dann auch mal wieder genug erstmal. Ich meine, irgendwas gelesen zu haben mit Schrott, dass wir das noch brauchen. Wo sind wir jetzt? Ja, passend. Brauchen nur zurückgehen. Und einmal sofort hier wieder sauber machen. Oh, alles wieder kaputt. Ich glaube, wir sollten auch mal früher später den Roboter mal da fertig machen. So, und das kommt noch dahin. Stein kommt noch da. Und Erze kommen noch dahin. Ah. Wo kriegst du das grüne Zeugs her? Das habe ich hier irgendwo da einmal. Habe ich das, aber wo kriege ich das denn? In größerer Stückzahl mal her. Wir waren an der großen Batterie dran. Da. Ein Elektroteil. Und da brauchen wir einen Kupfer. So. Da einmal wieder offen. Dann brauchen wir das Teil und können das bauen. Und einmal essen, weil ich das hier sowieso immer vergesse. Und wir haben die große Batterie. So. Ein großes Batteriemodul mit einem Klick der rechten Maustaste platzieren. Tun wir mal hier oben bei dem Strom irgendwo hin. So. In der Hoffnung, dass das die Stromversorgung dann auch besser wird wieder. Wasser müssen wir einmal den Tank wieder auffüllen. So. Was haben wir denn als nächstes? Da müssen wir noch weiter einschmelzen. Und da müssen wir auch noch 2 Stück von machen. Ich denke mal, man kann auch durchaus sagen, dass es jetzt das war's, war für heute. Ich hoffe, hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.